Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudo und wir machen mit unserer Prince of Persia Spezialreihe weiter. Nach dem C64, dem PC und dem Super Nintendo Entertainment System sind wir jetzt weiterhin bei Nintendo und zwar auf dem urigen Klotz von Nintendo, dem Game Boy. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Nein, war ein Spaß. Wir machen natürlich nur das erste Level zum Vergleich. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, der urige Gameboy. Auch daher diese schönen grünen Farben. Den Text, den kennen wir mittlerweile. In the Sultan's absence, the Grand Vizier Jaffa rules with the Iron Fist of Tyranny. Und das ist die wunderhübsche Prinzessin, die wir retten müssen aus der Gefangenschaft. Ich überlege nur gerade, das ist nicht so komfortabel wie auf dem PC. Sie hat kein Bett. Misch, heirate Misch. Nein, ich will nicht. Verschwinde. Nun gut, du hast es so gewollt. Tada. Doppelpunkt 60. Haben wir noch 60 Sekunden Zeit, die zu retten? Das wird aber sehr knapp. So, wie gesagt, der Text ist identisch und wir beginnen natürlich mit einem neuen Spiel. Tada! Im ersten Level. Ja, Game Boy hat ja, glaube ich, insgesamt 4 Tasten. Davon sind 2 A-B-Knöpfe, das andere ist, glaube ich, Select und Start. Und so können wir auch diese Funktion hier benutzen. Wir können mit der Taste, B war das. Oh nein, jetzt sage ich was Falsches. Auf jeden Fall mit einer Taste können wir hüpfen und mit der anderen Taste können wir unseren Schleichmodus aktivieren. Und würde sagen, wir gucken mal, wie wir dieses erste Level hier meistern. Ich hoffe mit Bravour. Es ist halt immer so ein bisschen Eingewöhnungsphase von den Tasten drücken, weil ich es eigentlich gewohnt bin mit der Shift-Taste. Oh, was macht der denn? Wie süß. Er schüttelt den Kopf. Also Perudo, lauf doch nicht gegen die Wand, du. So. Das meinte ich, ne? Falsche Taste gedrückt. Du solltest eigentlich springen, mein Freund. Aber egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja, ein sehr schöner Port. Also ähnelt schon der PC-Variante. Ich wollte gerade sagen, man sieht eigentlich diese Tasten schlecht. Also diese Bodenplatten. Das war knurp. Aber ansonsten halt der PC-Version sehr ähnlich. Wir sehen hinten im Hintergrund die Mauertexturen nur partiell dargestellt. Oh, sehr schön. Das kostet immer ein bisschen Zeit, dieses Kopfschütteln. Ich weiß nicht, was da der Sinn und Zweck ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier nämlich eine... Nee, die geht nicht da oben. Doch, da ist eine. Die gucken wir uns gleich mal an. Und da ist auch schon... Ich sag ja, die Tasten lernen. Das ist nicht meine Stärke. Das Feuer auch sehr schön animiert. Grünes Feuer. Ist das nicht Höllenfeuer? So, Schleichmodus aktivieren. Im zweiten Teil, also im Prince of Persia 2... würde dieses Skelett jetzt irgendwann zu Leben erwachen. Aber hier natürlich nicht. So. Ach, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Nicht jetzt wegen des Spiels, sondern wegen meines Computers. Der ist nämlich heute Morgen nicht gestartet. Und es liegt wohl an der Wechselfestplatte. Das heißt, Computer ist ganz, aber meine Daten sind weg. Naja. Was soll's. Wäre eh nur schon drauf. Wir wollten irgendwo anders hin, glaube ich. Warte mal. Ich bin, glaube ich, schon wieder weg, ne?
Warte mal, mal gucken. Wollten wir irgendwo wollten wir hin? Hier wollten wir hin. Oder auch nicht. Hä? Ja, was denn jetzt? Kommst du runter? Ja, er kommt runter. Das geht in der PC-Fassung auch. Aber, dass wir nach links können? Lecker. Ein Trank. Das ist ein... Ne, ist nur ein Auffülltrank. Ich glaube, erst mit der Einführung von Prince of Persia 2, dazu tendiert eigentlich, wenn ich überhaupt ein Let's Play machen sollte, eher die Waage. Gibt es auch einen blauen Trank, den sollte man tunlichst nicht trinken, weil der zieht mich ein Herzchen oder ein Lebenspunkt ab. Ich stelle mir natürlich die Frage, warum es überhaupt diesen blauen Trank gibt, weil eigentlich, also ich meine, man fällt einmal im Leben drauf rein und das war es dann aber auch. Deswegen verstehe ich nicht ganz den Sinn und Zweck dieses blauen Trankes und ich meine, es gibt auch einen grünen Trank, aber ich bin ja nicht mehr so ganz confirm, ist auch schon ein bisschen länger her. Also bis auf das erste Level jetzt zeigen. Wie kann ich ja mein Schwert ziehen? Was macht der da überhaupt, der Typ? Ja, mein Freund. Fange ich nicht im ersten Level an? Nein! Okay, versuchen wir noch einmal. Also ein Gameboy hatte ich, wie gesagt, leider noch nie. Was heißt leider? Also, ich meine, der erste Handheld von Nintendo ist der 3DS. Ja, traurig, aber wahr. So, öffne die Tür, mein Freund. Sehr gut. Und hüpf darüber. So. Die Tore gehen in der PC-Fassung zumindest etwas schöner auf. Das heißt also etwas ja, hübscher. Mir fällt jetzt das Wort. Heroisch ist eigentlich das falsche Wort. Ah, verkehrt. Eigentlich kann man das auch. Man kann springen und dann... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich mein und das ist Pause, wie ich mein Schwert ziehen kann, ob das, eigentlich hätte das automatisch sein sollen. Ein vorsichtiger Schritt, ein Hüpferl. Also sie gehen etwas, ja jetzt nicht so rapide hoch und runter, das wollte ich eigentlich sagen, die gehen so dok runter. Dann hat man wenigstens noch etwas, ja, Gefühl dafür, wie viel Zeit man noch hat, bevor das Tor aufgeht. So, gehen wir mal ein paar Schritte darüber. Ups. Boah, das war aber knapp. Und das war aber knapp. Eigentlich wackeln die immer so ein bisschen noch. Gut, wie gesagt, ich kenne das System Gameboy ist nicht so gut, dass ich sagen kann, das kann man besser programmieren. In der Regel kann man, wenn es etwas logisch abbildbar ist oder wenn es irgendwie machbar ist, schon abbilden. Die Frage ist halt immer, wie aufwendig man das machen will. Ne, ich kann mein Schwert hier nicht ziehen. Nein, es springt bloß nicht dahin. Jawohl, jetzt hab ich's. Ich hab's. Das ist Abwehren. In der Regel geht das immer ganz gut. Äh.
Ich glaube, die Version ist gepatcht. Weil ich bin zweimal getroffen worden und ich habe immer noch 3 Herzchen. Aber die Zeit ist auch noch nicht um. Gut, das war jetzt nicht beabsichtigt. Boah, das ist nicht schön. Ich finde das schöner, wenn das Tor ein bisschen smoother aufgeht, sozusagen. Oh, 03. 765375 ist das Passwort für das Level Nummer 2. Und die arme Prinzessin muss auf dem harten Fußboden auf unseren Helden warten und die Uhr geht gar nicht runter. Warum nicht? Ich glaube, der Gameboy hat einen Hänger. Das war jetzt gemein. Ich danke fürs Zugucken und ich glaube, damit endet unser Prince of Persia Spezial hier auf Retro-Basis. Okay, bis dann. Danke fürs Zugucken. Dranbleiben. Tschüss.